wenn die Bergvölker beschneiden. Das ist doch ganz in seinem Interesse. Die Füchse, die hier wohnen, die sollen ja nicht. Soll nicht noch mehr Reichtum kriegen und so. Jetzt hier mal hoch. Oh nein. Ich werde aber jetzt mal hoch und da oben mal nachschauen, was da vor sich geht. Oh nein. Jetzt bin ich aber interessiert. Ob ich das noch schaffe, da hochzukommen. So viel Zeit muss sein, das werden wir jetzt mal ausprobieren. Aha. Oh nein. Wir werden hier runterfliegen. Oh nein. Das war so abzusehen. Ich esse jetzt gar nichts mehr. Außer Lauch, ich glaube, das können wir essen. Das andere brauchen wir eventuell für den vergifteten Trank. Da bin ich vorsichtig. Okay, erstmal müssen wir hier hoch. Ein kleines Jump'n'Run. Na komm, das kriegen wir doch jetzt hin. Nein, nicht nach hinten. Was denn? Meine Fräse. Au. Wenn wir eh runtergekickt wurden. Oh nein, was ich kämme. Ich denke, Hilfe. Ach komm. Lass mal bleiben. So gehen wir erstmal hier hin. Da oben ist eh nichts Tolles. Glaube ich. Nur eine Aubergine. Das wär's. Das beeinflusst die Bergvölker. Langsames Fallen. Au! Ich sag langsames Fallen. Das kann man überleben. Ach, wieder hier oben. So im Mist. So, Achtung, Gefahr, Achtung, Gefahr. Kommen wir mal zu warnen. Mit dem Bürgermeister sprechen? Können wir nicht. Sturmgerüst.
Haben wir da was im Inventar oder? Sturmgerücht. Ja, okay, jetzt muss man den Händler geben. Ja, Schnelltransport-Kit. Das nehme ich immer gerne. Dankeschön, dich zu bevorzugen. Nehme ich noch ein Stück Leder drauf. Ist mir eigentlich recht wurscht. Eine Feder ist auch zu schwer. Nimmst einen Stein. Das gefällt ihm, wenn es ihn bevorzugt, ist in Ordnung. Wollen wir hoffen, dass die Dörfer die Neuigkeiten verbreiten? Neues Inselkonzept. Du hast Sturmgerücht auf Albama verbreitet. Dieses Gerücht und seine negative Variante werden von diesen Dorfhändlergruppen auf der Insel im Umlauf gebracht. Dörfer, die man mit diesem Effekt behandelt, sind schicken mehr Gruppen los und ihre Bewohner sind schneller unterwegs. Ja. Und ein zweites Dorf ist noch hier. Ah, okay, der ist jetzt schnell unterwegs, der hat solche Glitzerstreifchen. Alles klar. Na dann auf zum nächsten Dorf. Zum nächsten Gebirgsdorf. Wahrscheinlich Fuchsdorf. Prost. Was soll denn das sein? Im Griff. Ich werde doch hier nicht drauf gehen. Also nur durch. Die Durchschenke, die können wir auch mal wieder essen. Kriegen wir zwar noch genug von. Hier hin. Okay, geradewegs. Sind die echt uns gut gesonnen? Sind die Freund oder Feind? Wahrscheinlich vorher, sonst hätten die schon längst angegriffen. So, ich tausche Sturmgerücht gegen Geweihschen. Okay. Geweihfäustlinge-Idee. Und dann lege ich halt noch hier sowas dazu. Sowas. Tausch nur mit Freunden. Okay, wir sind neutral. Das ist schlecht. Dann müssen wir erstmal eine Box suchen und dann noch ein bisschen spenden, damit wir Freunde werden. Wo war hier die nächste Box? Das
werden wir doch wohl noch hinkriegen können. Das Elchvölk zum Verbündeten zu machen. Dann wird doch irgendwo ein Ding rumstehen. Schauen wir mal. Beutel voll, dann haben wir ja genug zum Spenden. Das ist nur eine Spendenbox finden. Okay. Wir laufen hier einmal mit dem Berg rum. Irgendwo in der Nähe des Dorfes muss doch. Muss es doch eine Möglichkeit geben, eine milde Gabe zu verteilen. Finden wir das vielleicht auf der Map? Ja, hier. Man kennt man hier aber nichts mehr. Spazier ist da einfach dorthin. Das ist der Händler. Hier auf jeden Fall. Dann nimm dies, nimm das. Ich kann mir das auch spenden. Ich weiß nicht, bringt das was? Verbündete sind die Füchse neutral. Das kriegen wir auch noch wieder hin. Zum Dorfhändler. Gib dir das. Du gibst mir das dafür. Ja, das scheint dich zu bevorzugen.
mir eine Blume dafür. Kannst kaum erwarten, dem Häuptling zu sagen, was du gemacht hast. Wenn das die bevorzugt, dann ist das in Ordnung. Verstehe. Hier ist noch ein weiteres Markierungchen. Wir haben zum Glück 4 solche Dinge. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht erstmal mit jedem befreunden. Hätte ich ein bisschen was dagegen. Das bei jedem spenden zu müssen. Oh, da sind die Füchse. Wenn ich Fuchsschrein finde, dann spende ich auch da ein bisschen was. Tritt dem Erdrutschrad bei. Ach so, das ist jetzt das. Wir haben die beiden Völker. Die haben wir das gesagt, jetzt treten wir dem Rat bei. Helfen mit zu helfen. Der Elch ist schneller unterwegs. Ja. Hier müssen wir rein. Eine weitere Höhle. Na dann. Na, schau mal, wer da hereinspaziert kommt. Der Sturmtreiber. Warum sollte ich es nicht gleich hier zu Ende bringen, lästiger Mensch? Die Rat und Zeiten haben uns zusammengebracht. Ich werde nicht gestatten, dass Aggressionen aufkommen. Xu wird seinen Fehler beheben. Xu, du wirst auf die Antenne klettern und bevorstehende Blitzeinschläge durch die Platzierung dieser Begelit-Abdeckung verhindern müssen. Warum immer ich? Wir haben teuer mit Begelit bezahlt, also mach schnell. Xu, wenn du fertig bist, habe ich noch ein paar abschließende Lektionen für dich. Such mich dafür in meinem Haus auf. Ja. Solche Lektionen wie die Antenne zu aktivieren. Deaktiviert immer die Antenne. Wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. Man kennt's. So hoch zur Antenne. Na, deine Antenne. Auf geht's. Jetzt muss ich hochklettern. Gut, das macht Sinn. Ich wäre schon fast umsonst hochgeklettert. Bin dort oben nichts gefunden. Na dann. Jetzt aber. Für den Frieden unter den Völkern. Okay, wir müssen hier nur warten, bis der drüber ist über den Elektro-Dings. Dann kommen wir drauf. Oh nein, was war denn das jetzt?
Na komm. Concentration. Sehr schön. Scheint zu passen. Hoffentlich war es das jetzt. Und jetzt noch ein letzter Besuch bei Brenir. Hoffentlich ist er bereit, über den Irrtum zu sprechen. Er sagt doch, er hat noch eine Mission. Es wird nicht so schnell gehen. Aufi. Ich bin ein Tod. Was sind das hier für Barrikaden? Hat hier wohl ein Krieg stattgefunden oder was? So. Auf ihn mit Gebrüll. Dann wollte ich noch kurz was nachgucken. Ein Schnelltransport-Kit können wir erstellen. Das ist praktisch. Zweier. Dann brauchen wir immer noch die Aubergine hier. Vielleicht hat der eine Aubergine für uns. Deine Gegenwart hier muss bedeuten, dass du die Arbeit erledigt hast. Ja, hat perfekt gepasst. Hugh, ich hoffe, du siehst jetzt die Weisheit der Berge. Manche Probleme sind größer als wir selbst. Manche einen uns sogar. Das klingt ja wie in der Tat. Du willst doch von mir wissen, was die Rolle der Karibdienst während dieser gefährlichen Zeit war, oder? Ja, oder? Alles andere, das dir in den Sinn kommt. Es war das, was du im September heute getan habt. Alle auf der Insel zusammenbringen, um ein Problem anzupacken. Aha, also das klingt ziemlich einleuchtend. Nicht, wenn du den ganzen Tag nur damit beschäftigt bist, über deinen eigenen Stamm nachzudenken. Ja, es erforderte Mut und Selbstlosigkeit. Und jetzt zieh los und rette dein Volk. Du befindest dich auf dem richtigen Weg, hüte dich aber vor anderen in die Quere zu kommen. Glaube an dich selbst und an all das. Ich werde es versuchen. Aha. Wissen über den Irrtum. Die Kariblins brachten einen vereinten Rat zusammen und baten alle darum, sich auf ihre Stärke zu konzentrieren. Okay, da waren es noch drei. Ja. Ein oder zwei schaffen wir vielleicht heute noch. Ja, ist ja sowieso nur. Den letzten wird schwer nicht gehen. Das war das mit der Aubergine. Bauen wir noch eine Aubergine für und die herzustellen. Gibt es leider kein Rezept für die Maschinen. Die Zähne brauchen wir jetzt. Prüfung des Kriegers, das war das, was wir erstmal auslassen müssen. Vergiftet den Häuptling, das ist die Forschung. Dann haben wir die Grabgucker und dann haben wir Sabas Gold. Also ganz fertig werden wir wohl damit nicht, aber machen wir erstmal hier mit der Forschung weiter.
Suche die Ereignisse im Kontext des Irrtums. Okay, das ist die, das Hauptziel, wie es auch schaut. Präsentiere dich mit der Perle, es geht in einem Gunnar-Dick-Duck-Häuptling. Okay. Ich habe eine Perlenhalskette. Da brauche ich Fluffy-Feder und eine Glatzperle. Das ging mir vielleicht noch hin. Okay, da muss ich erstmal freundlich bei den Vögeln werden. Muss viel spenden, wie es ausschaut. Und dann brauchen wir die Kette. Haben wir noch eine andere Quest, die gerade geht. Vögel ins Büster, also können wir vielleicht als erstes machen. Andere machen wir dann. Zum Schluss das andere, das letzte, es sei denn, wir finden unterwegs irgendwo eine Aubergine. Könnte das schwierig werden. Fluffy-Feder. Da brauche ich mehrere von. Dann brauchen wir noch eine Perle. Die rennen ganz schön schnell. Hey, hier kommt ihm. Er bringt mich von meinem Ziel ab. Obwohl irgendwie auch nicht. Na warte. Das gibt's doch nicht. Ich hatte die direkt vor der Schnauze. Vielleicht gibt's Hühnchen zum Abendessen. Wenn ich dafür ewig laufen muss. Die sind verdammt schnell, die Viecher. Der hilft eigentlich nur der Überraschungsangriff. Ansonsten. Uff. Eine Feder hat mir das jetzt gebracht. Drei Federn brauche ich. Ihr seid auch geklappt. Okay, ich mache erstmal die andere Quest, bevor ich hier. Vielleicht kann ich die Federn auch irgendwo holen, irgendwo kaufen. Das wird ja wohl nichts. Dafür diese Viecher töten muss. Folge gerade aus dem Pfeil. Ich folge den Spistalsockeln.
nicht sind und erfinde. Geschlafen habe ich auch noch nicht. Ich wüsste nicht wie. Einmal ein bisschen baden. Wer fällt ein? Oha. Ich muss da mal runter.